Ich bin hier komplett falsch. Das sieht doch mehr aus wie ein Sumpfland, wo ich hin muss. Ich habe nur gesehen Festungen, Dings und ja. Hab mich dran gedacht, dass das hier gemeint sein könnte wegen Sumpfland. Tiere. Was? Ein ältesten Hinweis. Du bist fern von Sparta-Spion. Gibt es etwas, bei dem dir eine Söldnerin behilflich sein könnte? Ein spartanisches Schiff wurde vor der Küste versenkt. Die Krieger an Bord werden nie wieder einen Kampf sehen. Aber ihre Waffen vielleicht. Auf dem Schiff befand sich eine Truhe mit ihrer Ausrüstung. Dann hol sie dir. Spartaner sind nicht dazu gemacht, Haie in diesen Gewässern zu bekämpfen. Das heißt, ich soll all diese Haie erlegen. Ich flehe dich an. Kein Interesse. Ich kann nicht helfen. Denk drüber nach. Das ist bestimmt so eine Immer-Quest oder so. Ich suche nur einen ältesten Hinweis. Das hast du nicht bezahlt. Wo liegt hier denn bitte ein ältesten Hinweis rum? Da ist er doch. Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns ausmachen, sind die Lügen, die uns fesseln. Oh, wie weit ist denn die bitte weg? So heftig. Lol, sogar ein unentdeckter Ort hier. Was? Ich hab nicht mal alle Schnellreisepunkte. Bös. Alter, was? Da soll ich hoch? Wie soll ich...
Nein, ich habe keine Zeit zum Telefonieren. Das ist ja noch. Ich dachte, es wäre gleich um die Ecke. Wie kommt es, dass ich diesen Punkt noch nicht. Was? Ach so, okay. Ich hoffe, Atlantis ist wenigstens ein schönes DLC. Es gefällt mir zwar auch so von der Story her, aber es sind halt Orte, die kennt man. Na gut, diesen Ort kennt man ja eigentlich nicht, wenn man hier nicht viel zu tun hat, weil man hier nicht viel zu tun hatte. Merkt man ja, aber trotzdem kann man hier schon alles erledigen. Hä? Ist die durch die Welt geflogen oder was? Ach so schön. Jetzt bestimmt eine Höhle oder so. Unter uns. Hä? Wie geht das? Ja, was ist hier los? Ich muss jetzt irgendwo sehr steil runtergehen. Na, da. Gut. Oh Gott. Ah, okay. Ich muss mich verstecken. Ich habe keine Leichen hinterlassen. Oh.
Gott. Diese Ausweichskills. Gut, die Olle da hinten hat noch nichts gecheckt. Das ist schön. Schleiche ich mich mal von hinten an so. Oh, sie ist gestorben. Tja, das war ein Vergnügen. So, nächster Kultist. Und somit bleibt nur noch Amorgus. Das heißt, heute endet es. Okay, lol. Ich glaube, ich habe es mittlerweile auch vergessen, wie man gegen ihn kämpft. Aber was ist denn? Ich bin zu doof, um Gebäude zu betreten. So sieht man sich wieder, Adlerfrau. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen, zu fliehen und Amorgus Wachen von der Mine weglocken. Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei unschuldige Leben, soweit es geht, verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Was ist passiert? Es ist nichts. Wenn Amorgus hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Ich kenne den Preis.
verschwindet hier! Was zum... Suchen wir den Jungen. Auf geht's. Ich muss gerade mal was in den Inventar gucken. Haben wir eine Information, dass unser Sohn nicht mehr lebt oder so? Das Siegel des Klaviers, der Kult des Kosmos agiert in Messinien. Ist halt manchmal so. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Wo tue ich den hin? Habe ich hier diesen Schildreißer? Wo ist diese Fähigkeit? Ihm das Schild wegzureißen. Das ist es. Der da hinten ist total ungeschützt. Ja. Oder ist da eine Waffe? Was sind doch zwei Waffen? Tja, kein Problem für die Adlerfrau. Boah, mein Magen, ey. Mein Magen macht heute auch wirklich komische Geräusche. Fühlt sich so an, als hätte ich was Schlechtes gegessen, ohne Scheiß. Alter, was? Ha ha ha.
ich wollte erst was essen, wenn ich das hier beendet habe. Dann kann ich den Stream nämlich auch beenden. Prügel. Wo ist Amorgis? Die Minen! Aber ihr werdet nie durch seine Verteidigung kommen! Nichts ist uneinnehmbar. Wir finden einen Weg hinein. Ihr seid verrückt! Alle beide! Du wirst Amorgis sagen, dass die Adlerfrau, die Wahrerin der griechischen Welt, hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, ich komme. Seinetwegen. Wegen Elpidios. Und ich klopfe nicht an! Ich kümmere mich um die Ordenswachen.